Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute, da kommen wir mal zur Wochenendlegung. Ne? Ich habe gedacht, ich mache uns mal eine Wochenendlegung. Bei uns hat es die ganze Nacht gewittert. Ja, es soll ja jetzt abkühlen. Ne? Ja, mir persönlich ist das recht, mir war das zu warm. Ne? Ja. Ja, jetzt fängt es an, jetzt geht es so langsam in den Herbst. Bin mal gespannt, was die Karten so sagen, wie alles wird. Ne? Jetzt gucken wir erstmal aufs Wochenende. Ne? Vor allen Dingen für die, die wo in schlechten Umständen sitzen, die möchten ja wissen, ob etwas besser wird. Ne? So, da habe ich mal eine Sibylla-Karte mal vorab gezogen. Ne? Da kam der Schmeichler. Hier geht es um einen Freund, der dir unterlegen ist oder vorgibt, ein Freund zu sein. Ne? Jemand, der wo das Interesse auf dich lenken will, damit er sich interessant machen kann. Ne? Ja, lass dich heute von Komplimenten und Schmeicheleien nicht so beeindrucken oder einwickeln. Ne? Weiß nicht, von wem die kommen. Aber stempel's nicht gleich so als negativ ab. Ne? Könnten auch so ernst gemeinte Worte dabei sein. Ne? Vielleicht will dir auch jemand durch die Blume irgendwas sagen. Ne? Ja, in der Liebe könnte eine aufregende und unterhaltsame Zeit kommen. Ne? Da kriegst du Komplimente, wirst bewundert. Aber das kann auch leicht zu Enttäuschungen führen, ne? Deswegen sollte man sich die Menschen, die einem schmeichelt, mal genau anschauen, weil gerade diese Narzissten, Psychopathen, Soziopathen machen das ja auch, um dich einzuwickeln, ne? Ja, hör gut zu, ne? Und überprüfe, ne? Wer empfänglich für Komplimente ist, der kann nämlich dann leicht hinters Licht geführt und ausgenutzt werden, ne? Gerade so diesen Narzissten, die machen das ja nur aus dem Grund, ne? Durch Schmeichelei wird auch manchmal Bewunderung ausgedrückt. Man bekommt Komplimente, weil man etwas besser vielleicht als andere kann, ne? Oder vielleicht irgendwelche Besonderheiten hat, ne? Die andere gerne haben würden. Ja, im Beruf, wer erfolgreich ist, der strahlt das auch aus. Komplimente und anerkennende Worte bestätigen dies, ne? Ja. Bei Misserfolgen könnten sich andere Menschen ebenfalls positiv äußern, ne? Da liegt aber dann wieder eine Taktik zugrunde, ne? Ja, genau. Also passt ein bisschen auf vor Schmeicheleien, ne? Jo. Jetzt nicht unbedingt jedem misstrauen oder wo ihr aber schon wisst, ne? Dass ihr dem jemand vertrauen könnt, ne? Dann ist das dann ernst gemeint, ne? Aber wir haben wieder mit diesen Leuten zu tun, die wohl lügen und uns hinters Licht führen, ne? So. Was habe ich denn noch am Wochenende? Viele, die wo ja in narzisstischen Familienverhältnissen, beruflichen oder gar partnerschaftlichen Verhältnissen sind. Ne? So, ich habe mal die Vertigo-Orakel von der Nadine Breitenstein, habe die Engeltherapie von der Doreen Berthiaume und dann habe ich die Tarot-Lenormand von der Angelina Schulze. Gucken wir mal. Ne? Ja, noch nicht mal mehr den Komplimenten kann man trauen, weil gerade diese narzisstischen Leute, die wollen dich einwickeln, weil die was von dir haben wollen. Ne? Ja, die scheuen sich dann nicht zu lügen, ne? Um dich übers Ohr zu hauen. Aha, was haben wir denn hier für eine Karte? Ja, jemand, der wohl sich nachher über dich stellt. Ne? Ja, genau. Herrscher, jemand, der wohl über andere herrschen möchte, ne? Die schmeicheln dann auch, um dich dann unterzujochen, ne? Ja. Es kann aber auch sein, dass du es mit jemandem zu tun kriegst, ne? Der wohl sich für irgendwas Größeres halt eben aufopfert, ne? Jemand, über den, wo du von etwas Negativem erlöst wirst, ne? Befreist wirst, du lässt auch etwas los, du gehst in die Heilung am Wochenende, ne? Kriegst Klarheit über einen Menschen oder eine Situation, ne? Hier kommt es zu Gerechtigkeit, auch von Gott, ne? Ja, das ist die Karma-Karte, ne? Du erntest, was du säst und die, die wo dir geschadet haben, dich beherrscht haben, dich angelogen haben oder schlecht behandelt haben, die kriegen auch ihr Karma, ne? Hier kommt es zu Fairness, zu Gerechtigkeit. Ne? Kann auch tatsächlich vor Gericht irgendwas sein. Ne? Ja.
So, was ist denn noch wichtig am Wochenende, liebe geistige Welt, im Namen Gottes? Wird auch Zeit, ne, dass die wohl Schlechtes getan haben, endlich mal eins von die Latz kriegen, ne? Ja, du kriegst deine Ernte, bekommst deinen Lohn für etwas, was du getan hast, kleines Geld, also jetzt nicht so unheimlich viel, vielleicht ein kleiner Gewinn, vielleicht eine gute Gelegenheit, könnt ihr am Wochenende auf dich warten, viele spielen ja da Lotto, genau. Ja, diese narzisstische Leute, die sind schlimm, da müsst ihr aufpassen, ne? Die lügen, dass sich die Balken biegen, ne? Habe kein Herz und nichts, ne? Weil wer Herz und Empathie hat, der arbeitet ja mit der Wahrheit, ne? Muss schon mal an das Gedicht denken. Vielleicht, weil sein Kopf falsch aufgesetzt war. Vielleicht drückte ihn aber auch die Schuhe sogar. Aber vielleicht, und das glaube ich, das wird es sein, war sein Herz einfach nur ein paar Nummern zu klein. Ne? Und davon könntest du auch befreit werden, ne? Von diesen herzlosen Leuten. Im Namen Gottes. Durch eine Begegnung. Vielleicht hast du am Wochenende eine Verabredung, ein Treffen, vielleicht ein Besuch, neue Kontakte. Könnte eine Liebesbegegnung sein. Ne? Ja? Und mit dieser neuen Begegnung gehst du eventuell in den Neuanfang. Ne? Wo es in kleinen Schritten vorwärts geht. Ne? Und für alles Negative, ja, da läuft die Zeit ab. Ne? Ja, hier ist viel Zeit verbraucht worden. Wahrscheinlich auch von negativen Leuten. Ne? In deinem Umfeld, auf der Arbeit oder in der Partnerschaft, wo nicht genutzt wurde. Ne? Ja, hast vielleicht viele Chancen gegeben, jemandem. Ne? So, und der hat die ganze Zeit halt eben nicht genutzt, ne, und da läuft jetzt die Zeit ab, zwischen 1 bis 4 Wochen, ne, ja, ja, du gehst in die Erfüllung, ne, in dein großes Glück, ne, wo du nochmal Freude hast, Dankbarkeit, ne, 4 Tage, 4 Wochen, hm? Jo, so ungefähr, aber es ist ja eigentlich eine Wochenendlegung, ne, ja, hört sich schon mal gut an, im Namen Gottes. Neue Begegnungen, vielleicht wünschst du dir das ja, ne? Vielleicht ein Seelenpartner. Ja, du trägst den Sieg davon, kriegst Anerkennung, Erfolg. Ne? Also das, was du dir wünschst, ne? Das muss ja jetzt nichts extrem Großes sein. Viele wünschen sich nur einen Seelenpartner, eine Familie, harmonisch zu leben. Ne? Ja, besser eine kleine Hütte, in der man lacht, als ein großer Palast, in dem man weint. Ne? Aber hier trägst du bei etwas den Sieg davon, ne? Du sollst etwas bekommen, was gut für dich ist, ne? Und da greift das Schicksal jetzt ein, ne? Ja? Die Gerechtigkeit, ne? Gott. Ja, vielleicht hast du lange unter schlechten Leuten gelitten, ne? So, und da soll jetzt für dich mal Gerechtigkeit rein, ne? Aber du musst auch Ja sagen, ne? Also wenn du eine neue Begegnung machst, zum Beispiel hast du einen schlechten Partner oder so, ne, so, und dieser, und du lernst jemand Neuen kennen, das ist ein liebevoller Mensch, und sag, ja, entscheide dich nicht für den schlechten Partner, die ändern sich nicht, ne. So, wie geht's denn weiter am Wochenende, liebe geistige Welt? Schwitze schon wieder wie ein Affe. Ja, und wenn du dann deinen eigenen Weg gehst, in die Erfüllungen, in den Erfolg, ne, dann wirst du merken, wer dir treu und loyal zur Seite steht, ne. Hilfe ist scheinbar schon unterwegs für dich, ne, und das geht auch alles gut für dich aus. Du trägst ja den Sieg davon. Ja, es geht in die Vollendung für dich, ne. Du hast wahrscheinlich schon viel mitgemacht, ne, sonst bräuchtest du ja keine Erlösung, ne. Hier zeigen sich sichtbare Ergebnisse. Dein Projekt nimmt Form an, deine harte Arbeit zahlt sich aus und dann wirst du überglücklich sein, egal in welchem Bereich, ne? Ja. Im Namen Gottes, wie geht's denn weiter am Wochenende? Lieber auf den zweiten Blick, ja, eine Begegnung haben wir ja hier, ne? Vielleicht wünschst du dir das ja. Eine Person, die ganz anders ist als du selbst, ist der Mensch, mit dem du eine Familie gründen wirst. Verpasse ihn oder sie nicht und gib eine Chance, ne? Geh in einen Neuanfang, ne?
Verlass diese negativen Leute, die wo du eventuell um dich hast, und geh in den Neuanfang. Und hier habe ich nochmal den Neuanfang, ne? Die Lösung ist eventuell eine berufliche Veränderung, je nachdem, wo die Toxischen sitzen, ne? Oder ein Umzug. Erfolg, Glück und Leichtigkeit erwarten dich, wie nie zuvor in deinem Leben. Ne? Ja, hier hast du eine Person um dich, ungeschönte Wahrheit, die wird sich definitiv niemals ändern, ne? In deinem nahen Umfeld, ne? Mache einen Tisch, bevor ein Sturm aufzieht. Dieser Mensch wird dich schon sehr bald schwer enttäuschen, ne? Das sind ja auch immer diese toxischen Leute. Ne? Wenn die einen einmal enttäuschen, enttäuschen die einen wieder, und wenn du denen die Möglichkeit gibst, enttäuschen die dich 100.000 Mal, ne? Taugen halt eben nichts, ne? Ja, die harte Zeit ist für dich aber ein für alle Mal vorbei. Ja, lass die Vergangenheit ruhen, guck in die Zukunft, ne, mit diesen neuen Menschen, schicksalshafte Menschen, schone deine Nerven und deine Kräfte, ne. Wahrscheinlich hast du schon viel Kraft verloren, ne. Wie geht's denn weiter am Wochenende? Man sagt ja nicht ohne Grund Energievampire, ne. Zu diesen Narzissten. Die verschaffen sich Vorteile über dich, alles über Lügen, über Betrug, über schlechtes Benehmen dir gegenüber, ne? Ja. Ja, scheinbar ist das auch nicht das erste Mal, dass du sowas durchmachen musst. Kann sein, dass du doch in sowas drin hängst, ne? Mach dir also keine Sorgen, diese Zeit geht vorbei, ne? Egal, wie lange sie jetzt gedauert hat. Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter am Wochenende? Ja, hier ist jemand, der wohl deine Grenze überschreitet. Setze jemandem eine Grenze. Lass dich nicht länger verletzen, ne? Nur weil diese Person das kann, musst du das nicht zulassen, ne? Sag da halt, stopp, nein, ne? Also das sind diese kalten, unempathischen Narzissten, Psychopathen und Soziopathen, ne? Andere Leute überschreiten ja deine Grenze nicht, ne? Die haben dich ja lieb, die möchten dich ja nicht verletzen, ne? Das kann nur jemand, der wohl dich nicht lieb hat, der wohl nur auf seinen eigenen Arsch guckt, ne? Ja. Ja, wenn du jetzt zugleich schnell und planvoll handelst, erwartet dich Wohlstand, Reichtum, Ansehen, eine Ausschüttung oder ein Gewinn. Aha. Naja. Gucken wir mal, vielleicht hast du ja Lotto gespielt. Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter am Wochenende? Ja, scheinbar hast du irgendwelche Schwierigkeiten, ne? Und die wirst du nur meistern, wenn du das selbst tust, ne? Aber eine jüngere Person könnte dir zu Hilfe kommen und hat irgendeine Nachricht am Wochenende für dich. Ja, kann ja vielleicht auch diese Begegnung sein, ne? Jüngerer Partner ist ja nicht schlimm, ne? Ja. Wie geht es denn weiter am Wochenende, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Ja, du bist ein Unikat. Ja? Kannst ja mal gucken, was du an deinen Geschäftsbeziehungen oder an deinen privaten Beziehungen verändern kannst. Ne? Sei ein Original. Ne? Umgib dich nur mit liebevollen Menschen. Hier steht zwar erfolgreich, aber ich sage liebevolle Menschen. Ne? Erfolgreiche Menschen haben nicht immer Herz. Ne? Und geh negativen Menschen auf den Weg. Entwickle deine eigenen Ideen, ne? Ja. Jo, und dann steigst du von allein auf, ne? Außerdem kann sein, dass du Burnout bekommen hast, erschöpft bist, krank geworden bist oder zu viel Negatives um dich hattest. So, dann ist es jetzt unerlässlich, eine Phase des Rückzugs und der Stille einzuleiten, ne? Versuch bei dir zu bleiben und dich zu regenerieren, ne? Und dann findest du die Lösung für deine Probleme auch besser. Gerade wenn du viel mit toxischen Leuten zu tun hattest, ne? Oder vielleicht noch zu tun hast, du wirst seelisch krank, emotional krank, körperlich krank, ne? Die schrecken ja vor nichts zurück, ne? So, da bist du nachher, bist du total erschöpft, ne? Da musst du dich natürlich mal ausruhen, ne? Im Namen Gottes. Was könnte denn noch so am Wochenende wichtig sein? Heile deine Süchte.
Verhaltensformen könnte das auch sein, dass du zum Beispiel immer wieder dasselbe tust, obwohl du weißt, dass es dir nicht gut tut, ne? Ja? Weil diese Verhaltensformen, die sollst du loslassen, die dich an der Erfüllung deines Herzenswunsches hindern. Zum Beispiel, wenn du mit einem negativen Partner zusammen bist und du hältst da an dem fest, ne? Statt lieber diesen Liebevollen da zu nehmen, ne? Dann wirst du natürlich gehindert, ne? Erzengel Raphael wird dir bei dieser Heilung helfen, ne? Da geht's auch um Abhängigkeiten, ne? Von anderen Menschen, Abhängigkeiten vielleicht von Schokolade, ne? Und nutze die Kraft der Manifestation. Hast spirituelle Talente, ne? Damit du deine gewünschten Resultate herbeiführen kannst, ne? Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht, ne? Ich bin kerngesund. Ich bin froh, dass mein Seelenpartner jetzt in mein Leben kommt. Ja, die Probleme, wo du hast, die könnten aus früheren Leben stammen, ne? Ja, ich habe euch ja schon mal gesagt, wenn ihr auf Leute trifft, ne, in diesem Leben, eventuell negative Leute, ne, die wo euch schaden, ne, dann haben die euch wahrscheinlich im früheren Leben schon mal was angetan. Da seid ihr schon mal auf die getroffen. Und die sind natürlich dann gekommen, für das wieder gut zu machen, aber du bist gekommen, um sie zu erkennen und Nein zu sagen, ne? Ja? Die Engel helfen dir, dich an die vergangenen Erfahrungen zu erinnern, ne? Damit du sie loslassen kannst, ne? Besonders negative Leute lass los, ne? Die reißen dich wie die Titanic mitten in den Abgrund. Und greifen auch den Solarplexus-Chakra an, ne? Aber du bist machtvoll, du kommst von Gott und in der Lage, auf positive Weise die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Meistens hast du die ja gehabt, ne? So, und diese Leute, die sind halt auf dich getroffen, diese negativen Leute, um genau das kaputt zu machen, ne? Da bist du immer kränker geworden, immer erschöpfter, weil du so viel gemacht hast, schlecht behandelt wurdest, ne? Ja. Kehlchakra habe ich auch. Du sollst auf liebevolle Weise deine Wahrheit zum Ausdruck bringen, ne? Und stehe dazu, ne? Ja? Stehe zu deiner Wahrheit. Schließ dich nicht deiner Lüge an. Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter am Wochenende? Aha, Herzchakra. Ja, das machen die ja auch kaputt, diese toxischen Leute. Die Antwort, die du suchst, die ruht bereits in deinem Herzen. Sei offen, Liebe zu geben und zu empfangen, ne? Also du wirst ja eine neue Begegnung machen. Da musst du auch dein Herz dafür öffnen, ne? Nur weil dir jemand jetzt besonders wehgetan hat, bedeutet das nicht, dass das der Nächste auch tun möchte. Aber prüfe, ne? Ja, du bist ein Erdenengel, ein Lichtarbeiter. Und du bist auf die Erde gekommen, um Liebe zu lehren. Ja? Im Namen Gottes, wie geht's weiter am Wochenende? Kann sein, dass du mediale Fähigkeiten hast, ne? Wir haben ja normalerweise Hellsichtigkeit, ne? Aber bei den meisten ist die verschüttet, ne? Ja? Du kannst eventuell Kontakt mit lieben Verstorbenen aufnehmen, ne? Ja? Ja, ich kann das auch. Ne? So, holen wir jetzt mal die Würfel. Geht dann weiter am Wochenende. Erlösung, erlösen, erlöst musst du ja nur werden aus schlechten Dingen. Geht dann weiter am Wochenende. Ja, du sollst in die Heilung gehen, ne? Und in deine Eigenständigkeit. Bewahre deinen eigenen Kopf, ne? Der Frosch. Ja, Frösche stehen in den Krafttieren für die Heilung, ne? So, und da hilft dir auch Erzengel Raphael, damit du wieder eigenständig sein kannst, weil wenn du krank bist, bist du ja nicht eigenständig, da bist du ja angewiesen, ne? Da bekommst du aber jetzt ein Licht gezeigt, ne? Du befindest dich eventuell in einem dunklen Tunnel und siehst kein Licht mehr, den Ausgang. Da kriegst du jetzt ein Licht gezeigt, ne? Damit du wieder erblühen kannst, ne? Wenn du zum Beispiel krank bist oder erschöpft, seelisch, körperlich, emotional, ist jetzt egal, ne? Da kannst du ja nicht erblühen, ne? Ja? Du kriegst jetzt ja nicht gezeigt, wie du erblühen kannst, ne? Und es kommt Gerechtigkeit rein. Die wo dich verletzt haben, ne? Die werden jetzt hier Karma kriegen, ne? Ja? Ja?
kann sein, dass du dich am Wochenende wegen jemandem nicht gut fühlst oder weil dein Akku alle ist, ne? Ja. Also hier hast du mal vor langer Zeit, ja, das deutet auch auf Erschöpfung hin, ne? Du läufst doch nicht mal mehr auf halber Kraft, ne? Du hast vor Jahren eventuell mal die Katze im Sack gekauft, ne? Und was sich da aus dem Sack heraus entpuppt hat, war nicht gut für dich, ne? Und hat dir geschadet, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Zaubertrank. Mhm. Ja, vielleicht bekommst du irgendetwas, wo du wieder Energie kriegst, ne? Ja? Genau. Über andere Menschen, über Begegnungen. Ja? Im Namen Gottes. Das ist dann noch wichtig am Wochenende. Ja, du kriegst Hilfe und Unterstützung, ne? Und für alles Negative, was dir geschadet hat, hier habe ich noch mal die Uhr, da läuft die Zeit ab, ne? Das könnte innerhalb von 14 Tagen sein, hier habe ich den Halbmond, ne? Etwas, was Ängste bei dir hervorgerufen hat, schlechte Gefühle, etwas, was dich verletzt hat, ne? Ja, du kriegst Hilfe und Unterstützung, also hier auch aus der geistigen Welt. Für alles, was negativ ist, da läuft die Zeit ab, ne? Du kriegst jetzt ein Licht gezeigt am Ende des Tunnels. Hier habe ich die Taschenlampe, ne? Wie du kannst aus dem dunklen Tal raus, ne? Wo du vielleicht durchgelatscht bist, ne? So, jetzt hole ich mal nochmal diese Karten. Was ist denn noch wichtig am Wochenende? Die geistige Welt. Ist so komisch draußen, ne? Wenn das gewittert hat. Ja, du kriegst wieder Kraft, Mut. Ja, du kannst auch Schweres schaffen. Wahrscheinlich hast du schon Schweres geschafft, ne? Sonst wärst du ja nicht in diese Erschöpfung da reingefallen, ne? Hier hat jemand auch deine Kraft ausgenutzt und du bist total ausgepowert. Und das sollst du wieder rein, ne? Ja? Ja, hast Kraft verloren, bist krank geworden, seelisch, körperlich, emotional, bist verletzt worden, sehr erschöpft im Stillstand, sitzt auch fest, ne? Ja, ist ja klar, wenn du krank bist, ne? Ja, musst du erstmal abwarten mit allem, ne? Erstmal gesund werden. Wie geht's denn weiter am Wochenende, liebe geistige Welt? Achte auf deine Seele. Hier habe ich wieder Komplimente. Also wenn dir jemand schmeichelt, ne? Guck, ob er das auch ernst meint, ne? Du sollst aber etwas für deine Seele tun oder bekommst etwas für deine Seele. Ein Licht, wieder habe ich ein Licht, hier vertieft sich etwas, ne, wo Gefühle in dir hervorruft, ne. Vielleicht kommt aber auch eine neue Begegnung auf dich zu, wo du Komplimente gemacht bekommst und das vertieft sich, ne, ja. Ja, hier wird was losgelassen, hier wird sich von etwas befreit. 5 Tage, 5 Wochen, 5 Monate, Ich glaube eher 5 Tage, 5 Wochen, ne. An Verantwortung könntest du auch loslassen, wo du für jemanden eventuell übernommen hast, der wo es nicht verdient hatte, ne? Schuld, wo du eingeredet bekommen hast, ne? Hier könnte ein Gespräch am Wochenende auf dich zukommen, Kommunikation, hier ruft dich eventuell jemand an, ne? Ja? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig am Wochenende? Ja? Nachricht von Freunden, Nachricht von einem Seelenpartner, ne? Jemand, wo dir treu ergeben ist, ne? Ja, Hund, der steht immer für Treue, ne? Für jemand, der wo dich bedingungslos liebt, ja? Ja, genau. Hier geht's um deinen Erfolg, hier habe ich nochmal den Schlüssel, ne? Du öffnest dich für was Neues, setzt was in Gang, ne? Ergreifst die Initiative, bist entschlossen. Hier ist auch etwas sicher, es ist sicher, dass du in deine Freiheit gehst, erlöst wirst, etwas Schönes erleben wirst, in deinen Erfolg gehst und den Sieg davon trägst, ne? Ja, genau. Ein festes Fundament wirst du finden, deinen Platz im Leben, ne? Willkommen sein, angekommen sein, dich am Ziel fühlen im Herbst, der fängt ja jetzt an, ne? Die Hütte, Ja? Ja, hier kommt eine Veränderung auf dich zu, die wo positiv sein wird, überraschend, ne? Ja?
Ja, genau, du hast dich auch selbst verändert, ne? Hier ist viel Grün hinten dran, da steht viel Hoffnung, ne? So eine hoffnungsvolle Veränderung, die wo positiv für dich ausgehen wird, ne? Wo du deinen Platz im Leben findest, ne? Ein festes Fundament, einen Platz, wo du wohnen wirst, ein Platz bei einem anderen Menschen, ne? Ja, also hier kommt eine Veränderung auf dich zu. Ja, hier kommt Gerechtigkeit in deiner Situation. Du wirst von sehr negativen Situationen, wirst du befreit. Siehst wieder Licht am Horizont. Ne? Genau. Jo, gehst du den Neuanfang mit einer neuen Begegnung. Ne? Und für alles Negative läuft die Zeit ab. Ne? Du gehst in die Erfüllung und wirst letztendlich siegen. Ne? Auch wenn es sich jetzt im Moment nicht so anfühlt. Ne? Es geht darum, dass du wieder erblühst. Ne? Hier hat jemand verhindert, dass du erblühst. Ne? Ja. So, und ich habe auch hier den Glückselefant. Du bist sensibel, hilfsbereit, hast sehr viel Last in deinem Leben getragen. Deswegen sollst du ja auch ein bisschen ausruhen. Ne? Hier hat aber jemand auch deine Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Ne? So, der Jadestein, der steht für Glück, Gesundheit, Erfolg. Ne? Ja, den habe ich hier im Armband nochmal liegen. Schütze dein Herz vor negativen Leuten, ne? Ja, die wohl es verletzt haben, ne? Ja, und geh langsam schön in deinem Tempo weiter, ne? Zusammen eventuell mit deinen Kindern, ne? Ja. So, dann wäre ich mal fertig mit der Legung, ne? Bin ich mal gespannt, was da zutrifft. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar. Wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, damit du auch kein Video von mir verpasst, ne? Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ne? Ja, also du bist schon in der Veränderung. Wir haben immer die Veränderung da liegen, ne? Aber so wie das aussieht, wird die Veränderung erfolgreich sein, ne? Kannst du dir vielleicht jetzt im Moment noch nicht vorstellen. Du sollst ja deinen Platz im Leben finden, ne? Wenn du dich bei irgendwelchen negativen Leuten aufhältst, ne? Da bist du nicht an deinem Platz, weil du die Stadt nicht entfalten kannst, ne? Genau. Du gibst dein quasi das Leben als Raupe auf und wirst zum Schmetterling, ne? Und das freiwillig. So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.